Oh. Vorne ist er. Ich gehe übers Feld. Okay, schneid ihm den Weg ab. So grob, ja. Ja. Schon mal was von der Genfer Konvention gehört? Ja, ja, ja. Erwin! Erwin, komm mal her. Das ist die Pütze. Kann mal jemand das Licht ausschalten? Danke. Die Ägypter haben Spargel schon vor 5000 Jahren gegessen und als Aphrodisiakum geschätzt. Nicht, dass ich das nötig hätte. Oh. Hm? Schon besser, noch etwas kälter, dann ist er perfekt. Ja. Und bei den alten Griechen galt wildwachsender Spargel als ein Arzneimittel. Der Römer Marcus Porcius Cato schrieb bereits 100 vor Christus eine detaillierte Anleitung für den Anbau von Spargel. Das hätten Sie nicht gedacht, was? Der ist viel zu kalt. Aber das Allerschönste am Spargel ist, er setzt nicht an, ne? Und man kann ihn auch noch mitten in der Nacht genießen. Ah. Oh, ich muss leider weg. Vielleicht ein andermal. Hey, 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 komm. Komm, verlass den Tatort. Komm, hier gibt's nichts zu sehen. Ja, 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 komm. Komm, los. Ja, ja. Gute Nacht. Schönen Feierabend. Junge, hier bin ich. Hier. Guten Abend. Thiel, Grifo Münster. Günas. Hallo, hier spricht dein Vater. Ja, wer war denn zuerst am Tatort? Wer hat denn die Leiche entdeckt? Ja, er und sein Kollege, die kontrollieren die Felder, damit kein Spargel geklaut wird. Ist das wirklich ihr Vater? Du glaubst doch nicht, dass ich der Frau etwas getan habe. Hm? Kleinen Moment mal bitte. Ich lehne Gewalt ab. Hm, aber Diebstahl von Spargel lehnen sie nicht ab. Aber der Spargel war doch für uns. So, jetzt ist Ruhe. Wo kommen denn die ganzen Leute hier mitten in der Nacht? Das sind Saisonarbeiter, die stechen den Spargel vom Pütz. Die wohnen alle hier in dem Gebäude. Herr Pütz, ich hatte Ihnen doch gesagt, dass Sie im Haus warten sollen. Tun Sie sich das nicht an, Herr Pütz, Ihre Frau. Ist doch so blöd. Haut ab, verschwindet. Tut uns leid wegen Ihrer Frau, Herr Pütz. Geht euch einen Scheißdreck an. Haut ab, haut ab! Hey, hey, hey. Herr Pütz, Polacken anschreien bringt doch nichts. Habe ich mich da gerade verhört? Sie haben eben nicht Polacken gesagt, oder? Herr Pütz, Sie sollten sich den Anblick wirklich lieber ersparen. Kommen Sie, gehen Sie zurück ins Haus. Ja? Nun kommen Sie. Ich komme so schnell wie möglich zu Ihnen. Herr Künast, bringen Sie Herrn Pütz bitte ins Haus. Der hat einen Polizeiwagen, meine Frau. Bitte, kommen Sie. Hauptkommissar Thiel? Ja,
Hals. Hey, Junge. Vater, wenn du noch einmal Junge sagst, dann steck ich dich in U-Haft. Na, Bent. Was ist hier los? Eine tote Frau. Mehr weiß ich momentan leider auch nicht. Und ihr Vater ist der Hauptverdächtige. Ich erwarte, dass hier alles streng nach Vorschrift läuft. Keine Bange, Frau Staatsanwalt. Ich mach den Fall wasserdicht. Wasserdicht? Junge, das bisschen Spargel. Herr Pütz hat sich wieder einigermaßen beruhigt. Was genau ist passiert? Die Frau wurde vermutlich erstochen, soweit ich das beurteilen kann. Weiß man schon, wer das Opfer ist? Die alte Pütz. Frau Pütz. Ihr Mann gehört der Hof hier, also den beiden. Gehörte, also ich meine... Ist schon gut. Wieso die alte Pütz? Also ich schätze die Frau höchstens auf Anfang Mitte 40. Danke. Sie haben noch eine Tochter, Julia, deswegen. Aha. Wenn du Spargel isst, schmeckst du den Sand der Felder, des Himmels Hitze und dem kühlen Regen. Guten Abend. Guten Abend. Ja, was ist? Ich weiß, guter Geschmack macht sehr einsam. Ich warte am Wagen. Asparagus, landläufig auch Spargel genannt. Eine Gattung aus der Familie der Asparagaceae. Mehrjährige, krautige Pflanzen oder Halbsträucher, die kleinen... Ja, danke, Herr Professor. Es interessiert mich nicht die Bohne. Sei denn, die Tatwaffe war ein Spargel. Nein, das weiß ich ganz bestimmt nicht. Der Täter muss mit erheblicher körperlicher Kraft zugestoßen haben. Die Leiche ist dann über den Rand in den Pool gefallen, hat sich einige Prellungen zugezogen und diese Verletzung in der linken Wange. Also sagen Sie, was macht eigentlich Ihr Vater in Handschellen in einem Dienstfahrzeug der Polizei? Meinen Sie wirklich, sie wurde hier ermordet? Wer? Na, die Leiche. Na, die Leiche kann ja nicht ermordet werden, nicht? Die ist ja schon tot. Wenn Sie die Frau meinen, die Leiche vorher war, ja, sehr wahrscheinlich. Aber irgendwer muss sie hier unten noch mal umgedreht haben. Allerdings. Ich habe nachgesehen, ob sie noch lebt, das ist alles. Wer? Na, die Leiche. Wie kann denn eine Leiche noch leben? Wir haben auf dem Dorf nicht so oft eine Leiche. Irgendeine Idee für die Tatwaffe, Herr Professor? Der Verdächtige hat ein Spargelstechmesser bei sich. Der Verdächtige? Todeszeitpunkt? Ja, das kann ich so ad hoc jetzt nicht sagen. Wir haben eine laue Juninacht, sternklarer Himmel, der Mond scheint, wenig Wind. Geht's vielleicht etwas weniger romantisch und dafür etwas zügiger? Irgendwann zwischen 22.30 Uhr und Mitternacht. Herr Thiel, das war gar nicht der Stil Ihres Vaters. Ja, bei diesem Mord war eine Menge Wut im Spiel, vielleicht sogar Eifersucht. Darf ich vielleicht erst mal anfangen zu ermitteln oder haben Sie den Fall schon gelöst? Ich mache mir ja nur Sorgen, ne? Wer ist schon gerne des Mordes verdächtig? Das macht Ihnen jetzt richtig Spaß, ha? Kleine Ironie entbehrt die Sache jedenfalls nicht. So, können wir die Leiche jetzt wegbringen? Ja, können Sie wegbringen. Wegbringen. Moment, den Spargel kann man doch noch essen. Vater, jetzt halt endlich deinen Sappel. Du machst mir schon genug Ärger. Da ist Blut dran. Ja, ich hab mich geschnitten. Was hab ich eben gerade zu dir gesagt? Hä? Das ist ja viel zu wenig, nicht, für so eine Stichverletzung. Ist das eine Vermutung oder ein Fakt? Es lässt sich ja sehr leicht feststellen, ob das Blut vom Opfer stammt oder von unserem Verdächtigen. Dann stellen Sie es fest. Was ist jetzt mit Ihrem Vater? Aufgrund der erdrückenden Beweislage müssen wir den Verdächtigen leider in U-Haft nehmen. Wie U-Haft? Das macht man aber nicht mit seinem Vater. Lass mir doch hier keine Vetternwirtschaft vorwerfen. Gute Nacht, meine Herren. Zumindest, was davon noch übrig ist. Das ist nicht dein Ernst. Mensch, Junge, ich bin dein Vater. Gute Nacht, Papa. Schlaf gut. Schaffen Sie ihn weg. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Ich werde Sie zeitnah befreien aus den Fängen der Klassenjustiz. Fest vereint im Geiste des deutschen Spargels. Vincent Wemos. Herr Pütz? Entschuldigung, es hat etwas länger gedauert.
Ich weiß, das ist gerade alles etwas schwer für Sie, aber ich habe da leider noch ein paar Fragen. Haben Sie irgendetwas Auffälliges gehört oder gesehen heute Nacht? Ich habe geschlafen. Wir müssen morgens früh raus. Und wo war Ihre Frau? Im Büro, hat sich um die Lohnabrechnung gekümmert. Knapp einer Woche ist die Spargelsaison vorbei, da wollen die Leute nur noch schnell ihr Geld und nach Hause. Ist das Büro hier im Gebäude? Ja. Hm. Wieso hat sie dann das Haus noch mal verlassen? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie was gehört. In letzter Zeit wird bei uns immer wieder Spargel geklaut. Wie viele Leute sind denn hier auf dem Hof beschäftigt? Im Moment 25. 25 Ausländer. Polen und Rumänen. Und drei Deutsche. Braucht zwar keiner, aber die müssen sein wegen der Eckpunkte-Regelung. Sie haben doch eine Tochter. Wo ist die gerade? In ihrem Zimmer. Weiß sie schon Bescheid? Sie hat nichts gesehen und nichts gehört. Ich habe sie das schon gefragt. Ich würde sie das lieber gerne selber fragen. Julia? Das ist, ja. Thiel, Hauptkommissar Thiel. Thiel, von der Polizei. Hallo, Julia. Ich müsste dir mal ein paar Fragen stellen, ja? Ist nicht meine Mutter hier? Ja. Wann hast du deine Mama das letzte Mal gesehen? Waschhalle. Kühlhaus. Aha. Und wann war das? 6:30. Was hast du da gemacht? Hast du Essen geholt. Bist du öfter alleine hier oben? Und nach dem Armbrot, was hast du da gemacht? Als du deine Mama das letzte Mal gesehen hast, war sie da irgendwie nervös oder verärgert? Sie war wütend. Hatte sie Streit mit jemandem? Jemand stiehlt den Spargel direkt aus dem Kühlhaus. Also hat sie sich mit jemandem gestritten, den sie verdächtigt hat, oder? Haben Sie eine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Nein. Sonja hat mir nichts gesagt. Das Kühlhaus ist auch nachts abgeschlossen. Adam, da ist es. Masz, grupa baranów. Morgen allerseits. Mein Name ist Thiel, Frank Thiel, Kripo Münster. Spricht irgendwer von Ihnen Deutsch? Ja, wie der eine oder andere vielleicht schon mitbekommen hat, hier ist heute Nacht ein Mord passiert. Hat irgendwer was gesehen? Na kommen Sie, irgendwer wird ja wohl ein paar Brocken Deutsch sprechen, oder? Wie Sie wünschen, Herrschaften. Dann werden Sie mich jetzt alle freundlicherweise mit ins Präsidium begleiten.
Packen Sie sich lieber was zu essen und zu trinken ein. Es könnte ein bisschen dauern. Wir haben nichts gesehen. Von uns keiner gesehen. Fragen Sie Polen. Ich frag aber Sie. Aber so schnell war ich wach? Niemand gesehen. Aufstehen, arbeiten, schlafen. Fragen Sie Polen. Wir arbeiten auch am Tag so wie du. Was sollen wir nachts sehen, wenn wir schlafen, hä? Aus den Kühlräumen wurde Spargel gestohlen. Kann dazu vielleicht irgendwer was aussagen? Übersetzen bitte. Beide. Wir stechen Spargel. Wir stellen nicht. Übersetzen. Rzekł ktoś ukradł szparagi, że ktoś się widział, pytam. Polonia do tony de szparangel, frat. Er macht die Zähne über uns. Hören Sie nicht auf ihn, okay? Und, hat einer was gesehen? Martin Pütz, der hat den Hof von seinem Vater geerbt. Baut Spargel und Erdbeeren an. Auf den ersten Blick eine völlige Durchschnittsfamilie, aber da ist es doch. Vor 2 Jahren wurde seine Tochter Julia auf dem Heimweg überfallen und vergewaltigt. Der Täter ist bis heute nicht gefasst. War das der Fall mit der DNA-Reihenuntersuchung? Ganz genau. Fordern Sie mal die Akten an von den Kollegen. Und danach fahren Sie bitte nach Bornheide und lassen sich da als Spargelstecherin anheuern, ja? Ich? Wozu? Mit deutschen Polizisten reden die da wohl nicht. Aber Sie glauben, mir erzählen die was? Ja, wenn Sie da wohnen und den ganzen Tag Spargel stechen. Nee, mach ich nicht. Na, der Stall. In ein paar Tagen ist doch die Spargelernte auch schon wieder vorbei. Sie müssen. Die fahren sonst alle nach Hause und wir stehen mit leeren Händen da. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung vom Spargelstechen. Die jagen mich vom Hof, wenn ich da ankomme. Na, Deschta, kein Deutscher hat Ahnung vom Spargelstechen. Und trotzdem müssen die jedes Jahr Leute beschäftigen, ob sie wollen oder nicht. Aber sie sollten was anderes anziehen. Ich habe Ihnen schon mal ein paar alte Sachen von mir mitgebracht. Hier bist du. Ich dachte, wir könnten vielleicht zusammen frühstücken. So, müssen wir uns mal zusammensetzen und uns um die Beerdigung kümmern. Das hilft uns bestimmt darüber hinweg, wenn wir gemeinsam. Ist dann traurig, dass sie tot ist? Klar. Du lügst. Was soll das, Julia? Warum sagst du denn sowas? Sie war an allem schuld. Das hast du doch selbst immer gesagt. Weißt du. Es war damals für keinen von uns leicht, nach der. Der Sache. Nach der Sache? Julia, das meine ich so nicht. Für dich war das vielleicht eine Sache. Für mich nicht! Weißt du, ich habe Mama geliebt, auch wenn wir uns seit damals öfter gestritten haben, aber das ging dabei immer nur um dich. Julia, setz dich wieder hin und räum das auf. Das arme Kind. Jetzt tut man ihr das an und jetzt stirbt auch noch die Mutter. Julia! Warum stehen Sie hier rum? Spargel wäscht sich noch nicht von alleine. Ich hatte Kopfschmerzen. Und der Lärm. Einfach nicht hinhören. Guten Tag. Tag. Sind Sie Herr Pütz? Ja, kann ich für Sie tun? Das Arbeitsamt schickt mich. Deutsch? Ja. Und keine Ahnung vom Spargelstechen, nehme ich an. Och. Na, ist ja jedes Mal dasselbe. Kommen Sie mit. Meinst du, Frau Haller? Eigene Vater wegen ein paar Stangen Spargel in U-Haft. Schande ist das. Ist hier Herr und Meister an seinem Schnippeltisch? Schämen würde ich mich. Jetzt passen wir auf, Frau Haller. Mein feiner Herr Vater, ja, hat mich damals für 14 Tage eingesperrt.
14 Tage Stummarrest wegen einer popligen Zigarette. Ja? Mein feiner Vater. Und nach der Inspektion möchte ich, dass der Wagen gründlich gereinigt wird. Auch die Ecken. Und vor allem die Felgen. Das hat mir beim letzten Mal sehr zu denken gegeben. Was ist denn? Haben Sie noch nie eine Leiche gesehen? Nee. Wundert mich in Ihrem Beruf. Herr Hauptkommissar, schön, dass Sie es ermöglichen konnten. Ich habe auch noch was anderes zu tun, als Ihrem Gelaber hier zuzuhören. So, Todeszeitpunkt? 23.30 Uhr plus minus. Dem Stichkanal nach zu urteilen, war der Täter Rechtshänder. Er sticht zu, das Opfer dreht sich ab, stürzt kopfüber in den Pool, Frakturen der Vertebrae cervicalis 3 und 4 und Exitus. Schön, sonst noch was? Ja, wir haben Hautschuppen und Haare auf ihrem Körper sichergestellt. Alberich kümmert sich gerade drum. Und das Opfer hatte kurz vor seinem Tod sexuellen Kontakt, falls mir das noch irgendwas sagt. Sie wurde vergewaltigt? Nein, einvernehmlicher Sex, allerdings nicht mit ihrem Vater. Wieso soll sie denn Sex mit ihrem Vater gehabt haben? Mit Ihrem Vater, Herr Thiel, das konnte ich ausschließen. Das wäre noch schöner. Oh, unterschätzen Sie einen alten Herrn nicht. Ich halte ihn für ein sexuell hochaktives Wesen. Können Sie sich mal eine Scheibe von abschneiden? Ist das die Tatwaffe? Spargel übrigens kann sehr helfen, wenn Ihr kleiner Herr Hauptkommissar sich noch mal der Sonne entgegenstrecken will. Tatwaffe. Ein Spargelmesser wie jenes, allerdings nicht dieses. Denn dem haftet das Blut Ihres Vaters an und nicht des Opfers. Die Staatsanwaltschaft informiert? Ja, Papa ist schon auf freiem Fuß. Danken können Sie mir später. Ja, Thiel hier. Ich bräuchte ein paar Kollegen von der Spurensicherung draußen in Bornheide. 4 bis 5 Stunden habt ihr den Arsch offen? Nicht in dem Ton. Ich werd ihn gleich nicht in dem Ton. Hören Sie, ich brauche die Leute jetzt und nicht irgendwann. Hallo? Hallo? Aufgelegt. An Ihnen ist wirklich ein großer Diplomat verloren gegangen. Zum Glück haben Sie ja mich, der Ihnen zur Seite steht, in guten und in schlechten Zeiten, auch wenn alle das sinkende Schiff bereits verlassen. Also schön. Sie fahren? Das kann ich leider nicht. Mein Automobil ist eine Inspektion. Aber wozu hat man Freunde? Wenn die Aussage des Ehemannes stimmt und er tatsächlich in Morpheus Armen lag, als seine Frau diesen Spaziergang unternahm, dann ist davon auszugehen, dass sie einen Liebhaber hatte. Ja, und damit sind wir beim ältesten Motiv der Welt, Eifersucht. Und wiederum zurück beim Ehemann. Mann, Vater, was hätte ich denn machen sollen? Muss ich dir das wirklich sagen? Der eigene Sohn sperrt mich ein. Ja, oder der Liebhaber hatte einen Grund, die Liaison auf eine derart drastische Art und Weise zu beenden. Für meinen Sohn bin immer noch ich der Mörder. Wenn ich sowas denken würde, ja, dann wärst du jetzt nicht auf freiem Fuß. Was ich dir nicht zu verdanken habe. Also jedenfalls lässt die Tatwaffe doch auf jemanden schließen, der aus dem Spargelmilieu stammt. Bei 10 Euro das Kilo. Ja, wo glaubst du, kommt der Spargel her, den du jeden Abend in dich hineinschaufelst? Entschuldigung. Wie bitte? Uns freundlicherweise auf den Fall kommen. Soll das heißen, du hast Diebesgut an mich verfüttert? Ich wollte mir dein Gejammer nicht mehr anhören, wenn's wieder nur Dosensuppe gibt. Würden Sie sich freundlicherweise jetzt wieder vertragen? Oder soll ich mich darum auch noch kümmern? Nur wenn er sich entschuldigt. Ach Mädchen, ich hab dir das doch erklärt. Du legst mit dem Fingerkopf frei, okay? Ja. Vorsichtig. Also, schneidest Spargel über die Wurzel ab. Mhm. Vorsichtig. Nicht daneben, okay? Sonst kaputt. Nimmst heraus, machst damit Loch wieder zu. Alles klar? Nee, ja. Okay. Ist gar nicht so leicht. Mówiłem ci, że masz ją porządnie kłaść. Mówiłem? Pierwszy rok tutaj. Kładź ją, no do cholery jasne. Panna cygańska. Loch wieder zu. Alles klar? Ja. To ile razy wam mówiłem? A ty weź się pistolet! Siewry! Hej, schluss damit! Was soll denn das? Haru! Reißt euch zusammen, Haru! Die letzten paar Tage werdet ihr euch doch noch vertragen, oder? Was ist da los? Wie, was ist da los? Was guckst du? Weiterarbeiten, das ist normal hier. Komm, Tag, komm. Ruhig, Tag.
Tango. Ruhig, Tango. Komm, bleib hier, Tango. Ruhig, Tango. Moinsen. Herr Hauptkommissar, Professor Birne. Das ist die Liste, die Sie wollten. Die Spargeldiebstähle, die gemeldet wurden, die bewegen sich alle im Rahmen. Also das Übliche, wie jedes Jahr. Verdächtige gibt es keine. Hat er noch gearbeitet? Ich hatte doch angerufen. Herr Pütz, wieso wird denn hier noch gearbeitet? Spargel wächst aus der Erde, der muss gestochen werden. Stoppen Sie unverzüglich jede Arbeit, ja? Der Spargel wird mir violett, da verliere ich 3 Euro das Kilo. Scheint Sie nicht sonderlich zu interessieren, wer Ihre Frau umgebracht hat. Hm? Ja, gut, machen wir. So, also was ist jetzt? Auf zum Spargelfeld? Ja? Ja. Wo geht's da lang? Wieso haben Sie mir eigentlich nicht erzählt, dass Ihre Tochter vor 2 Jahren vergewaltigt wurde? Das ist kein Geheimnis, weiß jeder Bescheid. Sie war gerade mal 13, als das passiert. Was erwarten Sie von mir? Dass ich damit hausieren gehe? Nee. Wie lief's denn so in Ihrer Ehe? Tag. Herr Pütz. Zwischen mir und meiner Frau war alles in bester Ordnung. Hören Sie, ich habe da ein kleines Problem. Ihre Frau hatte kurz vor ihrem Tod noch sexuellen Kontakt. Und Sie haben ausgesagt, dass Sie zu dem Zeitpunkt bereits geschlafen haben. Seit meiner Tochter, also seitdem hatten wir unsere Probleme, ja? Das hat die ganze Familie belastet, auch unsere Ehe, klar. Aber das heißt doch nicht, dass meine Frau einen Liebhaber hatte. Das lässt sich ganz leicht feststellen, ob Sie es waren, der... Haben Sie irgendeine Idee, wer das gewesen sein könnte? Also mal, hören Sie mich nicht zu. Ich habe meiner Frau nicht nachspioniert. Ich habe ihr vertraut. Was ist das denn? Was? Valentin Popescu. Was ist los? Warum warten wir so lange? Die Polizei kontrolliert die Spargelstechmesser. Hast du eine Ahnung, wer das getan haben könnte? Was? Die Chefin getötet. Jesus Maria, das dauert so lange. Hatte sie mit jemandem Streit, oder? Interessiert dich das gar nicht? Interessiert dich, wenn polnische Frau stirbt? Na also. Danke. Was tun Sie da? Ich suche menschliches Blut. Da ist kein Blut. Nur weil man es nicht sieht, heißt das nicht, dass es nicht da ist. An Ihrem Messer zum Beispiel klebt jede Menge menschliches Blut. Ja? Ja. Bevor Sie sich jetzt wieder wortreich und stundenlang bei mir bedanken, dieses Corpus Delicti nehme ich jetzt mit in mein Institut und kümmere mich darum. Wenn ich neue Erkenntnisse habe, hören Sie von mir. Dankeschön, schönen Tag noch. Alles Gute auch beruflich. Sie warten bitte draußen. Moinsen. Tag. Sie hatten heute Morgen einen Streit mit einem polnischen Kollegen. Worum ging's denn da? Polen denken, sie wären neue Herrenrasse. Verhalten sich wie kleine Deutsche. Sie werden ziemlich schnell wütend, was? Letztes Jahr war kein Pole hier. Waren alle in Irland. Da waren alle froh, dass Rumänen hier zum Spargelstechen kommen. Und dieses Jahr schreien wieder alle Pole. Ich will nur behandelt werden wie Mensch. Hatten Sie deswegen einen Streit mit Frau Pütz? Kurz vor ihrem Tod? Weil sie sich schlecht behandelt fühlten?
Wir haben Zeugen. Frau Putz hat gesagt, wir stellen Spargel. Ich habe gesagt, nicht jeder Rumäne ist Dieb, so wie nicht jeder deutsche Nazi ist. Soll Polen fragen. Und wie kommt dann das Blut an Ihr Spargelstechmesser? Hm? Kann jeder Messer nehmen, was er will. Aber doch nicht jeden Tag ein anderes, oder? Ich war gestern in Waschhalle. Da habe ich Messer vergessen. Hm. Heute Morgen habe ich neues. Ich war schlafen, die ganze Nacht. Hm. Wir schlafen alle in einem Raum, Sie können andere fragen. Naja, ich kann Polen fragen. Und? Haben Sie das Dreckschwein verhaftet? Herr Isarescu hat ein Alibi. Seine Kollegen haben ausgesagt, dass sie die ganze Nacht mit ihm zusammen waren. Ach, Lügen, wenn Sie das Maul aufmachen. Ich schmeiß den raus. Wenn Sie ihn rausschmeißen, dann packt er seine Koffer und dann müssen wir ihn mühsam in Rumänien wieder auftreiben. Muss ihn ja auch behalten. Er ist der Vorarbeiter. Wenn er geht, sind alle weg. Tja, dann sind wir uns ja einig. Haben Sie eigentlich jemals Spargel gestochen, Alberich? Ich? Nein. Wozu? Sollte unsere Liebe mal erkalten, dann wäre das genau das Richtige für Sie. Ich bin überrascht, dass Sie mir so viel zutrauen. Ich dachte, dass ich ohne Ihre Protektion in der Gosse landen würde. Der Job ist perfekt für Ihresgleichen. Kein Bücken bei der Ernte. Und es braucht nicht mehr als Ihre süßen kleinen Trippelschritte, um von einem Spargel zum anderen zu kommen. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Bei Ihnen als Chef, da muss man ja nehmen, was man kriegen kann. So. Das Blut am Spargelmesser stammt eindeutig vom Opfer, aber danach sieht es düster aus. Falls es überhaupt noch irgendwelche Spuren einer Tatwaffe gegeben haben sollte, dann sind die auf dem Spargelfeld verloren gegangen. Kann auch ein Genie nichts mehr machen. Ja, eine der DNA-Spuren, die wir an der Leiche gefunden haben, ist bereits gespeichert. Die ich bei der Leiche gefunden habe, Alberich. Immer schön präzise bleiben. Welche denn? Wie des Liebhabers? Nein, die DNA stammt nicht von dem Sperma, das wir bei der Leiche gefunden haben. Sie war auf der Kleidung der Toten. Das ist dieselbe DNA, die man bei der Vergewaltigung der Tochter damals gefunden hat. Das heißt, einer von denen da draußen hat meine Tochter vergewaltigt und jetzt auch noch meine Frau umgebracht. Nein, das heißt es eben nicht. Wir haben die DNA ja nur auf der Kleidung Ihrer Frau gefunden. Und das bedeutet lediglich, dass derjenige, der Ihre Tochter vergewaltigt hat, auch Kontakt mit Ihrer Frau hatte. Weiter nichts. Natürlich war das einer von denen da draußen. Denken doch nur ans Geld und ans Ficken. Wenn Sie die Leute nicht leiden können, dann nehmen Sie doch deutsche Arbeiter. Tja, Alter, die jammern nur, halten den Betrieb auf. Ich bin auf diese Leute angewiesen, ob es mir passt oder nicht, das ist doch die Scheiße. Ja, dann sollten Sie froh und glücklich sein, dass diese Leute 6 Tage lang, 14 Stunden, Ihren Spargel stechen. Oh, 14 Stunden, ihr habt doch schon nach 10 Stunden den Arbeitsschutz am Hals. Wie auch immer, ich brauche auf jeden Fall eine Liste der Leute, die hier vor 2 Jahren schon gearbeitet haben. Dankeschön, auf Wiedersehen. Nur mit dem Wagen von Börne. Ich habe ihn von der Inspektion abgeholt. Ah, das macht Spaß. Da kannst du meine alte Karre vergessen. Komm, hilf mir mal bitte. Wie komme ich denn zu der Ehre? Welche Ehre. Dankeschön. Der Wagen steht vor der Tür. Einkäufe erledigt. Allein spazieren. Möchten Sie mit uns zu Abend essen? Wir könnten über den Fall reden. Nein? Sind Sie eifersüchtig? Es gibt Spargel.
Ist es deine Tochter? Milenka. Sie ist 2,5. Und dein Mann? Hallo, Julia. Spargel? Was werde ich wohl wollen? Das ist mein Vater. Oh, der spült gerade die Teller ab und wischt die Wohnung für euch durch. Der was? Das war ein Scherz. Ihr Vater ist schon nach Hause gegangen. Ich soll Sie schön grüßen. Ich habe eine Geschirrspülmaschine und 2 Raumpflegerinnen. Oh, danke für das schöne Essen. Och, gerne. Ist doch nicht der Rede wert. Wollen Sie nicht reinkommen, sich gemütlich machen? Ja, das ist sehr nett von Ihnen. 2 Jahre lang herrscht Ruhe. Und dann taucht plötzlich die DNA des Vergewaltigers von damals bei unserem Mordfall wieder auf. Aber wir haben nicht einen stichhaltigen Beweis, dass das eine mit dem anderen zusammenhängt. Sex. Der zentrale Trieb des menschlichen Säugetiers. Es sind doch 2 völlig unterschiedliche Täterprofile. Jemand, der kleine Mädchen vergewaltigt, bringt doch keine erwachsene Frau. Hat immerhin die Mutter getötet. Also zum Liebhaber würde es noch passen, ja. Aber der hatte eine komplett andere DNA. Haben Sie ja selber bewiesen. Es muss eine Verbindung geben. Die DNA lügt nicht. Und wenn die sich nur durch Zufall begegnet sind und der Vergewaltiger dadurch die Spuren auf das Opfer übertragen hat? Das müsste ganz zufällig aber ein sehr enger Kontakt gewesen sein, eine Berührung oder sowas. Man kann doch die Spur wenigstens mal verfolgen. Die Spargelsaison ist bald zu Ende, da werde ich mich doch nicht auf eine 2 Jahre alte Spur konzentrieren. Sehen Sie, Thiel, und das ist eben Ihre Begrenztheit, ne? Sie begreifen Ermittlerarbeit als Laufarbeit. Ich arbeite mit dem Kopf. Genial. Ich habe die Wissenschaft im Rücken. Wenn Sie dabei in Ihrem Leichenbunker bleiben, soll es mir recht sein. Schlüpfen Sie doch mal kurz rein. Nehmen Sie Platz. Der ist sehr gut für die Wirbelsäule, hm? Besonders bei Ihrem Gewicht. Stehen Sie doch mal auf. So, belasten Sie den Fuß. Gehen Sie mal ein paar Schritte. Na, ist das ein Gefühl? Sie laufen ja nicht, Sie schweben. Ja, eigentlich. Probieren Sie doch gleich mal den zweiten an. Eigentlich wollte ich ja nur einen Schlüssel nachmachen lassen. Kann ich den Schlüssel mal sehen? Bedauerlicherweise habe ich nur einen Wachsabdruck. Ah, also das tut mir leid. Ich darf leider nur Originalschlüssel kopieren und auch nur die erlaubt sind. Hören Sie, mein Bruder, der heiratet demnächst und da wollten wir so einen kleinen Scherz für die Hochzeitsnacht so unter die Matratzen, 2 so Furzkissen. Es soll auch Ihr Schaden nicht sein. Also gut, geben Sie her, aber ich kann Ihnen nichts versprechen. So, und jetzt erzählen Sie mir mal, für wen Sie das in den letzten Wochen noch getan haben.
Wer ist dieser Isarescu? Herr Isarescu! Sie sind jedes Jahr zum Spargelstechen hier, stimmt's? Ja, solange es sich lohnt. Aber bei unserer Rhein-DNA-Untersuchung vor knapp 2 Jahren, da mussten Sie nicht teilnehmen. Nicht? Da haben Sie auf einem Hof in der Nachbargemeinde gearbeitet. Ja. Ich finde, wir sollten das jetzt nachholen. Ja, machen wir. Machen Sie, was Sie wollen. Machen wir jetzt. Machen Sie mal den Mund auf. Weiter. Tiefer. Die Liste der Personen, die noch für eine Speichelprobe in Frage kommen, haben Sie ja. Diese Art Fragen mag ich ganz und gar nicht. Das schaffen Sie schon, Albrecht. Wo wollen Sie denn jetzt hin? Als Professor muss man immer das Große und Ganze im Auge haben. Das Kleine, Halbe, überlasse ich gerne Ihnen. Herr Zöllner? Ja? Kommen Sie mal bitte. Sie haben sich einen Schlüssel fürs Kühlhaus nachmachen lassen? Wer sagt das? Die sind neu. Heute gekauft. Was soll das? Wollen Sie mir Mord anhängen? Ich hab's mehr so mit Beweisen. Ja, ich hab Spargel geklaut. Aber deswegen bringe ich doch nicht gleich jemanden um. Und wie lange geht das schon so? Na, 2-3 Wochen. Diese scheiß Arbeitsagentur lässt einen für 4,90 Euro die Stunde Spargel stechen. Ich meine, in was für einem Land leben wir eigentlich? Hartz IV ist schon unter meiner Würde, aber das hier sieht wie ein Pole aus. Wieso machen Sie es nicht wie alle anderen und besorgen Sie einen Krankenschein? Wollte ich ja. Aber dann hatte ich die Idee mit dem Kühlhaus. Ich wollte für ein bisschen mehr soziale Gerechtigkeit in unserem Land sorgen. Mhm. Na, haben Sie in der betreffenden Nacht vielleicht auch Ihr Gehalt ein bisschen aufgebessert? Hm? Also ja. Wenn ich Ihnen sage, was ich gesehen habe, vergessen wir die Geschichte. Einverstanden? Ich würde mal vorschlagen, Sie rufen Ihren Anwalt an. Der hat sich mit dem Polacken gestritten, diesem Jakub. Der war hier Vorarbeiter. Und wo finde ich diesen Jakub? Keine Ahnung. Der Pütz hat ihn vom Metall rausgeschmissen. Ja, ist klar. Julia? Ich bin Professor Börner, Rechtsmediziner. Hauptkommissar Thiel hatte das Privileg, mit mir zusammenzuarbeiten. Haben Sie einen Ausweis oder sowas? Ich habe ein ehrliches Gesicht. Nein? Schreien die Leute auf, sie tot sind. Nicht alle. Nur wenn die Todesursache unklar ist oder offensichtlich Gewalt im Spiel war. Meine Mutter. Haben Sie die auch? Ja. Und da gibt es etwas, das ich nicht verstehe. Ihre Vergewaltigung vor 2 Jahren, die... Ich dachte, Sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Ich begreife es einfach nicht. Die DNA, die man damals bei Ihnen sichergestellt hat, die ist wieder aufgetaucht. Ich fand sie auf der Kleidung Ihrer Mutter. Was machen Sie denn hier? Ich nehme Speichelproben für einen DNA-Test. Aha. Mit wessen Genehmigung? Auftrag vom Chef. Wo steckt der? Das dürfen Sie mich nicht fragen. Er lässt Sie mit seinem Prachtstück fahren? Eher würde er sterben. Und richten Sie ihn bitte aus. Wenn er mich das nächste Mal auf dem Spargelfeld stehen lässt, kommt er mir nicht so billig davon. Gute Nachrichten, Herr Pütz. Wir haben den Spargeldieb gefasst. Das war der Herr Zöllner. Ist jetzt Ihre Entscheidung, ob Sie Anzeige erstatten wollen oder...
Aber er hat meine Frau nicht. Wegen ein paar Pfund Spargel? Ja, ein dünnes Motiv. Haben Sie inzwischen vielleicht einen Verdacht, wer ein Verhältnis mit Ihrer Frau gehabt haben könnte? Das haben Sie mich schon mal gefragt, ne? Na echt? Vielleicht ja einer von Ihren Saisonkräften. Meine Frau hätte sich niemals mit einem von denen. Das hätten Sie ihr wahrscheinlich nie verziehen, was? Sagen Sie mal, was wollen Sie eigentlich von mir? Sie haben ja doch mal erzählt, wenn der Vorarbeiter geht, dann gehen auch alle anderen. Wieso haben Sie dann diesen Jakub, diesen polnischen Vorarbeiter da entlassen? Was spielt das für eine Rolle? Vielleicht hatte er ja ein Verhältnis mit Ihrer Frau. Ja, nicht, dass ich wüsste. Ich denke schon. Tja, dann irren Sie sich. Was hätten Sie denn wohl sonst für einen Grund gehabt, ihn zu entlassen? Hat sich ja meine Tochter rangemacht. Wenn Sie diese DNA bei meiner Mutter gefunden haben, heißt das, Sie kannte jemanden, der... Nicht unbedingt. Eigentlich heißt es nur, dass sie an dem Tag, an dem sie ermordet wurde, diesem Mann begegnet sein muss. Sie waren den ganzen Tag auf dem Hof. Dann war er hier. Ist Ihnen irgendjemand aufgefallen, der hier nicht hergehört? Nein. Wenn er es wieder tut, dann... Das wird nicht passieren. Na, Herr Professor? Was habe ich Ihnen gesagt, wo Sie sich während der Ermittlungsarbeiten aufzuhalten haben? In meinem Leichenbunker, ich weiß schon. Aber ich habe gelinde Zweifel an Ihrer Ermittlertätigkeit. Deswegen möchte ich Ihnen ein bisschen unter die Speckarme greifen. Wenn Sie meine Abteilung auch nur einen Cent für Ihre Speichelproben in Rechnung stellen, dann reiße ich Ihnen den Kopf ab. Und zwar höchstpersönlich. Dazu mangelt es Ihnen doch bei Ihrer desolaten Fitness an Ausdauer und Zugkraft. Für Ihre Wachsbirne wird es gerade noch reichen. Hallo, Julia. Sag mal, kennst du einen Jakub? Jakub Tschatschik? Tango lässt niemand mehr an sich ran. Da hat Jakub mir geholfen. Was ist denn mit Tango passiert? Auf die Straße gelaufen. Ein Auto hat ihn angefahren. Seitdem. Und inwiefern hat Herr Tschatschik dir geholfen? Er konnte mit Tango reden. Und wieso hat dein Vater ihn dann entlassen, wenn er so gut mit Pferden konnte und du ihn so gern mochtest? Oh, oh. Mochte er dich vielleicht zu sehr? Ich meine, wollte er dir vielleicht nahe sein oder? Nein. Vorsicht! Nicht ärgern! Oh. Aber es muss doch einen Grund gegeben haben für die Reaktion deines Vaters. Ich meine, dass er Jakub entlassen hat. Ich weiß nicht. Fragen Sie ihn. Deine Eltern haben sich ja in letzter Zeit nicht mehr so gut verstanden. Hm? Meine Mutter und Jakob haben sich heimlich getroffen. Deshalb hat mein Vater ihn entlassen. Jetzt lassen Sie endlich Tango in Ruhe. Na komm. Komm, Tango. Komm her. Komm her, Tango. Ganz ruhig. Ruhig. Zeigen Sie mir, wie das geht. Versprochen. Moinsen, Thiel, Kripo Münster. Sie sprechen doch bestimmt Deutsch, ne? Mhm. Ist doch schöner als Büroarbeit, ne? Wie läuft's denn? Mir tut jeder Knochen weh. Ein gewisser Jakub Tschatschik war hier bis vor kurzem Vorarbeiter. Was hat er mit der Sache zu tun? Die Tochter sagt, er hatte ein Verhältnis mit der Mutter. Und der Vater behauptet, er hätte sich an die Tochter rangemacht. Klingt nach einer glücklichen Familie. Ja, sobald ich ein brauchbares Bild habe, schicke ich Ihnen das aufs Handy, ja? Mhm. Na dann, reingehauen. Dankeschön.
Ich fasse es nicht, dass Alberich zu so etwas fähig ist. Ich schätze mal, sie hat ihren Wagen völlig demoliert, mit laufendem Motor irgendwo abgeparkt. Könnten Sie die Musik etwas lauter drehen? Vielleicht lindert das die Enttäuschung. Also wenn das jetzt zur Gewohnheit wird? Fahr einfach, verdammt. Fahr. Die Ehe ist in der Krise, die Ehefrau nimmt sich einen strammen Jüngling aus den ehemaligen Ostgebieten, der Ehemann dreht durch. Das ist doch klassisch. Warum verhaften Sie Herrn Pütz nicht? Würde ich ja, wenn Sie mir Beweise liefern, statt mit mir durch die Gegend spazieren zu fahren. Ist die Fahndung nach diesem Herrn Tschatschik raus? Wüsste nicht, was Sie das angeht. Sie dann mit Ihrem, das ist mein Schäufelchen, das ist mein Schäufelchen. Der Sandkasten ist groß genug, da kann ich auch drin buddeln. Würden Sie bitte die Zigarette ausmachen und das Radio wieder einschalten? Das ist mein Taxi. Ja, aber ich zahle, was auf dem Taxameter steht. Jetzt nicht mehr. Das hätte ich Ihnen gleich sagen können. Hier, Billigschuhe. Ah, was sitzen Sie eigentlich noch hier rum? Haben Sie nichts zu tun? Ich bin noch nicht bereit für eine Begegnung mit Alberich. Die Verletzung sitzt zu tief. Es würde Katastrophe geben. Frau Staatsanwalt. Er hat sich neue Schuhe gekauft. Wie weit sind Sie mit den Ermittlungen? Es gibt zwei Verdächtige, aber leider keine Beweise. Aber nach einem der Verdächtigen wird bereits mit Hochdruck gefahndet. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn in Zukunft Ihre Leute wieder die Büroarbeit machten. Wie bitte? Das ist für mich. Nee. Danke. Sie lassen mich für sich arbeiten? Natürlich, wir haben doch alle dasselbe Interesse, nicht? Den Mörder zu finden. Darf man ja nicht so kleinlich sein. Ah ja. Es gibt noch zwei weitere Fälle, die zu dem Fall Julia Pütz passen. Ein 10-jähriges und ein 11-jähriges Mädchen. Ja, ich weiß. Ja, in beiden Fällen keine verwertbaren Spuren. Allerdings die Vorgehensweise war dieselbe. Diese Typen gehören zu dem Miesesten, was es gibt. Wenn Sie mir so einen bringen, haben Sie was gut bei mir. Der Vergewaltiger ist meine Baustelle, ja? Herr Hauptkommissar Thiel glaubt nämlich nicht, dass er die Frau Pütz ermordet hat. Heißt das, er führt seine eigenen Ermittlungen durch? Also jetzt langt's hier aber, verdammt noch mal! Ich leite die Ermittlungen, und zwar allein! So, hier, bitte, Frau Staatsanwalt. Hier, ein Jahr nach Julia Pütz wurde Lena Küppers vergewaltigt. 5 Monate später das dritte Opfer. Also, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Die Abstände werden kürzer. Er ist überfällig. Auch das weiß ich. Donnerwetter! Und darüber reden wir noch, Herr Thiel. Sind Sie jetzt eigentlich völlig durchgedreht? Ich versuche lediglich, den Horizont der Ermittlungen mein bis... Mein Horizont? Ich werde Ihnen gleich meinen Horizont sonst wohin stecken, Sie! Sie bleiben hier. Ihnen ist schon klar, dass diese ganze Schreierei nur... Raus! ...nur ein Ausdruck innerer Unsicherheit ist. Guten Tag. Dieser rumänische Riese, Isarescu, seine DNA stimmt in beiden Fällen nicht überein. Er war weder der Liebhaber von Frau Pütz, noch hat er Julia Pütz vor 2 Jahren vergewaltigt. Auch die anderen Speichelproben sind negativ. Keine Übereinstimmung. Schlüssel. Auf Ihrem Schreibtisch. Hey, Julia. Ich möchte allein sein. Du, lass es einfach von vorne anfangen. Wir lassen alles hinter uns, vergessen alles. Auch das mit dem... deiner... weißt du? Du streichst einfach dein Zimmer neu. Was hältst du davon? Welche Farbe? Weiß, schwarz... oder rot? Dann ist alles wieder gut, oder was? Ist nicht meine Schuld, was passiert ist. Das ist nie deine Schuld. Deine Mutter, die hat uns betrogen, uns beide. Sie hat dich betrogen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Alles kaputt gemacht. Sie wusste, dass ich keine Zeit hatte, dich abzuholen. Ich habe ihr aufs Band gesprochen. Sie hat das Band doch immer abgehört, Julia. Ja, sie wusste das doch.
war Ihre Aufgabe, dich vom Klavierunterricht abzuholen. Sie hat doch Bescheid gewusst. Hör auf! Es interessiert kein Schwein mehr. Es war nie wichtig. Mir ist es doch passiert. Und ihr habt euch nur darum gestritten, wer Schuld hat und wer nicht. Ja, ich. Ich helfe dir. Geht schon. Wäsche aufhängen kann ich besser als Spargel stechen. Kennst du einen Jakob? Der hat hier gearbeitet. Der soll ein Verhältnis gehabt haben. Mit der Chefin und der Tochter gleichzeitig. Warum willst du das wissen? Ich bin neugierig. Du hast sehr schöne Hände. So schmal. Du hast doch noch nie auf Feld gearbeitet. Warum denn jetzt? Im Moment muss man nehmen, was man bekommen kann. Ach, du bekommst mehr Geld von Staat ohne Arbeit. Du bist nicht so dumm. Das schaffe ich allein. Herr Professor, es ist kurz vor Mitternacht. Sie haben die Leiche untersucht, sie wurde abgewaschen. Sämtliche Daten sind im Computer. Warten Sie darauf, dass sie mit Ihnen redet? Irgendwann redet jede Leiche mit mir. Hat die Seher nicht mehr viel zu erzählen. Vielleicht spricht sie ja mit mir. So von Frau zu Frau. Nee. Sie haben recht, aber ich mache mal Feierabend. Halt. Was ist das da hinterm Ohr? Der kleine Kratzer? Ist er dokumentiert? Machen Sie mal einen Abstrich klar. Vielleicht haben wir ja Glück. Der Täter hat seine Visitenkarte doch hinterlassen. Warum wollen Sie den Tatort sehen? Das ist Jahre her. Wir haben einen Zusammenhang zwischen den beiden Verbrechen festgestellt. Frau Pütz muss auch Kontakt zum Vergewaltiger ihrer Tochter gehabt haben. Sind Sie sicher? Die DNA lügt nicht. Jetzt klingen Sie wie Ihr Kollege. Professor Börner ist nicht mein Kollege. Gab es damals eigentlich irgendwelche Verdächtigen oder Vermutungen, die nicht in der Ermittlungsakte stehen? Jetzt sind Sie eigentlich alle einig, dass es ein Saisonarbeiter gewesen sein muss. Aber wenn Sie mich fragen, dann war es einer von den Polen. Wieso ausgerechnet ein Pole? Bis vor 2-3 Jahren haben wir fast nur Polen gearbeitet. Vorsicht! Im letzten Jahr gingen die meisten dann nach England oder Irland. Da gab es mehr zu verdienen. Aber seit die Wirtschaftskrise die Jobs bei denen da oben kaputt gemacht hat, da kommen sie wieder zu uns. Und das reicht, um ganz Polen in Kollektivschuld zu nehmen, ja? Also Polen da, Julia Pütz wird vergewaltigt. Polen weg, es herrscht Ruhe. Polen wieder da, Frau Pütz wird ermordet. Na klar, das kann auch Zufall sein, ich weiß es nicht. Aber so denken sie am Stammtisch. Viel gibt's nicht zu sehen. Ich hab's Ihnen ja gesagt. Also sie kam aus der Richtung. Der Täter muss sich hier irgendwo versteckt haben. Hat auf sie gewartet, sie überwältigt und hier zwischen die Bäume geschleift. Und da ist es dann passiert. In den letzten beiden Jahren gab's noch 2 weitere Fälle. Der eine war 30, der andere 50 Kilometer von Bornheide entfernt. Also ich denke, der Täter kommt hier aus der Gegend. Das glaube ich nicht. Außerdem hat jeder in Bornheide eine Speichelprobe abgegeben. Ich war ja dabei. Was begehren wir am meisten? Das, was wir täglich sehen. Kann ich irgendwie helfen? Sie kennen den Fall, Sie kennen die Leute. Versuchen Sie doch, die Menschen hier mal mit anderen Augen zu sehen. Morgen!
Schreien Sie denn hier so rum, aber ich bin jederzeit Herr meiner fünf Sinne. Außer die Dame ist Anfang 20, trägt Minirock und ist einen Kopf größer als Sie. Dann sind Sie in Sicherheit in Ihrer Hinsicht. Nichts. Keine DNA vom Täter. Die Chance war gering. Aber sie war da. Gott. Dass man aber auch nicht ein bisschen Glück hat. Wissen Sie was, Alberich? Sie können das alles hier haben. Ich schenke es Ihnen. Mein Schreibtisch, mein Stuhl, mein Posten, mein Kittel. Ich gehe in die Pferdebranche. Was soll das? Ich bin neugierig. Siehst du? Sehr gut. Weiter ist der Tango. Und hat die zweite Untersuchung was ergeben? Was Neues ergeben? Hat Alberich wieder den Spitzel gemacht? Muss sie nicht, muss sie nicht. Sagen Sie jetzt immer alles zweimal? Nee, nee. Julia? Jetzt lassen Sie sie doch mal in Ruhe mit Ihrem Pferd arbeiten. Verdammt noch mal, Börne, mir läuft die Zeit davon. Dann steigt mir die Staatsanwaltschaft aufs Dach. Ja, schön. Julia, ich müsste dir noch ein paar Fragen stellen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Es geht aber diesmal um deinen Fall. Der Rückweg vom Klavierunterricht. Diesen Feldweg, hast du den regelmäßig benutzt? Mein Vater dachte, meine Mutter holt mich ab. Meine Mutter dachte, mein Vater. Es kam niemand. Deshalb habe ich die Abkürzung genommen. Hm. Also kann eigentlich keiner gewusst haben, dass du an dem Tag diesen Weg benutzt. Nein. Und doch muss es jemand gewusst haben. Oder hat sie von der Schule aus verfolgt? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Vielleicht schon die Tage davor? Irgendein Mann oder ein Auto, dem du regelmäßig begegnet bist? Julia, bitte, ohne. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es Ihnen geht und wie schwer das alles ist. Blödsinn. Eigentlich kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Niemand kann das, der sowas nicht durchgemacht hat. Trotzdem, Kommissar Thiel und ich, wir würden gerne herausfinden, wer Ihnen das angetan hat. Hm? Sie müssen uns ein bisschen helfen. Wie? Versuchen wir noch mal ganz genau und Schritt für Schritt uns zu erinnern, was an diesem Tag passiert ist. Der Klavierunterricht war zu Ende, sie sind nach draußen gegangen, ihre Eltern waren nicht da und sie haben sich entschieden, den Feldweg einzuschlagen. Und was ist dann passiert? Hm? Wie war denn zum Beispiel das Wetter an dem Tag? Hat die Sonne geschienen? Hat es geregnet? So mild. Ist Ihnen irgendjemand begegnet? Es war ganz einsam da. Da war niemand. Er war plötzlich da. Ich habe ihn nicht gesehen. Er hat mich gepackt. Er hat geatmet, so eklig. Es hat gerochen nach so künstlich. Nach Rasierwasser, oder? Nein, eher wie auf der Toilette, so. Nach Klostein. Entschuldigung. Ja, Thiel.
Ah, Künast. Ja, bis gleich. Der Klavierunterricht, wo war das? Bornheide, warum? Also, ich glaub's ja nicht, aber Sie haben ja gesagt, ich soll Ihnen sagen, wenn mir was auffällt. Ich habe die Liste noch mal durchgesehen. Der Theo, der hat überhaupt keine Speichelprobe abgegeben. Ist irgendwie verschütt gegangen. Ja, der macht ja jedes Jahr seinen Laden einmal für 6-8 Wochen dicht und fliegt nach Thailand. Na, wenn er im Urlaub war, dann hat er doch ein Alibi. Der ist erst am Tag nach der Vergewaltigung geflogen. Und ich soll jetzt meinen Kopf für diese Saisonarbeit dahin halten, ja? Und du machst da mit? Ich mach nur meine Arbeit, Theo. Tut mir leid. Jeder, der nach Thailand fliegt, ist auch gleich ein Sextourist. Wenn wir jetzt einen Blick in Ihren Computer werfen würden, Herr Grummer, was würden wir da wohl finden? Hm? Gar nichts. Was willst du denn jetzt? Speichelprobe? Bitte, bitte, tu dir keinen Zwang an. Ich hab die junge Pütz nicht angerührt. Zeit, dass ihr jetzt hier endlich wieder weggeht. Wir wollen hier endlich wieder in Ruhe leben. Versteht ihr das? Unsere Kinder trauen sich nicht mehr in die Schule. Unsere Frauen haben Angst vor euch. Wir haben Angst? Da soll ein deutscher Silberspargel stechen. Jedes Jahr sorgt ihr nur für Ärger. Was ist denn hier los? Mensch, Theo, was machst du hier? Also hör mal zu, ja? Wir sind einfach nur hierher gekommen, um diese Herrschaften freundlich zu bitten, endlich zu verschwinden. Mehr war nicht. Theo, du hast doch schon genug Ärger am Hals. Sie sagen ihm jetzt, dass er weggehen soll. Ich entscheide, was ich sage, was nicht. Ist das klar? Ist das klar? So, komm, hau ab. Ach. Los, hau ab. Scheiß Polacken! Hey! Man sollte euch wieder ein Lager sperren. Das mit den Lagern, das hatten wir schon, ja? Ach so, ja, und die dürfen morden und vergewaltigen. So ist das, ja? Gut, aber ja, ruhig. Besoffene Frau, hä? Ruhig. Ich habe keine Lust, danach noch jemanden zu haben. So, wir beruhigen uns jetzt alle wieder. Ich beruhige mich, Mann. Okay? Erfahre mal. Bis bald. Mach dir mal ruhig. Ja, wo ist das Ganze? Wo ist das? Wie lange dauert das denn? Ja, schön, dann beeilen Sie sich. Ja, danke, wiederhören. Hallo, Frau Halle. Man hat Jakob Tschatschik gefasst. In Brandenburg, beim Spargelstechen. Ach was, ich an seiner Stelle wäre so schnell wie möglich nach Hause gefahren und dort untergetaucht. Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten. Negativ. Die DNA von Ihrem Thailand-Freund stimmt nicht mit der überein, die man bei Julia Pützun auf der Kleidung der Mutter gefunden hat. Mhm. So, und was soll das heißen? Müsst ihr arbeiten, ihr könnt euch doch nicht weigern. Wir sind hier nicht mehr sicher. Wir lassen uns nicht mehr beschimpfen. Noch 3 Tage, dann ist hier eh Schluss. Schnappt jetzt euer Zeug. Ihr fangt an, los, sofort! Wollen deutsche Spargel essen? Sollen sie selber schnappen?
gut, ich besorge Wachleute, die passen hier nachts auf. Seid ihr dann bereit, wieder zu arbeiten? Że zorganizuje kogoś, kto będzie na nas uważał, czy wtedy będziemy pracować. Was machst du da? Was machst du an meinem Spieß? Lass mich los! Ah! Erst wenn du dich beruhigst. Ist Jakob dein Freund? Du bist Polizei, hä? Ja oder nein? Ich kann dich auch verhaften lassen, wenn dir das lieber ist. Jakob war mein Verlobter. Was sagt er? Wir arbeiten weiter. Du nicht. Nadeshda, bringen Sie den Mama hierher. Kümmere mich drum. So, Frau Zoschisch, können Sie mir noch mal ganz kurz erzählen, was hier gestern Nacht los gewesen ist? Ach, ein paar Leute aus dem Dorf hatten ein bisschen was getrunken, das ist alles. Danke. Die Leute haben Angst. Wir hatten Angst. War der Herr Gromer auch dabei? Ja, der Theo, das ist kein schlechter. Würden Sie uns jetzt bitte alleine lassen? Entschuldigung, darf ich? Seit wann sind Sie mit Jakub Čačić verlobt? Halbes Jahr. Es war meine Idee, Jakob mit hierher zu holen. Das heißt, als Julia Pütz überfallen und vergewaltigt wurde, da war Jakob noch gar nicht hier am Hof? Nein. Und seit wann hat er ein Verhältnis gehabt mit Frau Pütz? 4-5 Wochen. Ich dachte, schnell wieder vorbei, aber Jakob. Sie hat große Hoffnung, ich nur ein Kind, was nicht Kind von Jakob ist. So. Hat der Pütz Jakob deswegen entlassen? Ach, Pütz. Pütz hasst uns alle. Pütz sagt, einer von uns, Polle, hat seine Tochter. Jakob wollte nur helfen wegen Pferd. Jemand hat die Nachttür zur Stall offen lassen und Pferd ist raus auf Straße und hat Unfall. Und inwiefern hat Jakob da geholfen? Er kann gut mit Pferden. Seine Eltern haben große Hoffnung in Polen. Hm. Wo waren Sie eigentlich zur Tatzeit, als Frau Pütz ermordet wurde? Ich habe hier geschlafen. Ihr Verlobter trifft sich mit seiner Geliebten und Sie liegen hier im Bett und schlafen? Ich wusste nicht, dass Jakob zurückgekommen ist. Wirklich. Sehr gut, Tango. Sehr gut. Super. Weiter so. Das klappt ja schon ganz prima. Sag mal, Julia, der Unfall damals von Tango, da hatte doch jemand vergessen, das Gatter zu schließen. Und nur deshalb konnte Tango raus, oder? Wurde angefahren. Er wäre fast tot gewesen. Warst du eigentlich sauer auf deine Mutter, weil sie ein Verhältnis mit Jakob hatte? Hm? Weil Jakob seine Zeit lieber mit ihr verbracht hat, statt mit dir oder Tango? Ist mir egal. Das glaube ich nicht. Deine Mutter hat vergessen, das Gatter zu schließen. Stimmt's? Das hast du doch gedacht. Hm? Hast du ihn nachspioniert? Weil du wissen wolltest, ob es stimmt? Sie gesehen. Auf der Wiese, zwischen den Bäumen. Wann war das? An dem Tag, als Mama... Hast du es deinem Vater erzählt? Ja. Sie diesen Čačić hergebracht? Ja, für eine Vernehmung. Er war der Liebhaber Ihrer Frau. Das wusste ich nicht. Ihre Tochter behauptet das Gegenteil. Ja, sie hat's mir gesagt.
Aber erst danach, als Sonja schon tot war, ich schwöre. Und wieso haben Sie mich dann angelogen, als ich Sie danach gefragt habe? Ja, ich wollte nicht noch mehr Schwierigkeiten bekommen, als ich eh schon hatte. Und ich meine, meine Frau war tot. Herr Pütz, Sie stehen unter dringendem Verdacht, Ihre Frau ermordet zu haben. Ich werde Sie vorläufig festnehmen lassen. Ich bin aber unschuldig. Das wird sich herausstellen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Herr Tschatschik, in der Nacht, als Frau Pütz ermordet wurde, da waren Sie hier auf dem Hof? Ja. Na, dann erzählen Sie doch mal. Was ist denn passiert in der Nacht? Ich habe Sonja geliebt. Wir haben uns geliebt. Wir haben uns getroffen und miteinander geschlafen. Im Stall? Nein. Hier auf der Wiese, bei den Bäumen. Ich habe Sonja gefragt, ob sie mit ihrem Mann geredet hat. Aber sie hat gesagt, nein, sie würde mit ihm nicht sprechen. Sie wollte ihn nicht verlassen. Sie hasst ihren Mann, sie hasst ihr ganzes Leben, aber sie bleibt. Und was war mit der Tochter, Julia? Ich habe mich nur um ihr Pferd gekümmert. Aha. Es war unsere Schuld damals. Wir haben das Gatter aufgelassen. Wusste Julia von ihrem Verhältnis? Nein, sie wusste nicht, dass ihre Mutter und ich. Nur letzte Nacht hat sie uns entdeckt. Und dann war Geschrei, Tränen. Und sie haben sich gestritten über Familie, Verhältnisse, Vertrauen, irgendwelches Tagebuch. Ich bin einfach... Moment, was für ein Tagebuch? Keine Ahnung. Papa, was ist denn los? Keine Sorge, Julia. Es wird sich alles klären. Nimmt er dich mit? Die glauben, ich habe Mama getötet, aber das... Wer ist in meinem Zimmer? Siehst du dein Tagebuch? Das ist meins. Das dürfen Sie nicht lesen. Was steht denn da so Wichtiges drin, dass ich es nicht lesen darf? Ja? Steht da was über Jakub Tschatschik und deine Mutter drin? Das darf keiner lesen. Beruhig dich, Julia. Hey, ich hab's ja auch gar nicht gelesen. Aber deine Mutter hat's gelesen, stimmt's? Stimmt's, Julia? Sie hat mir alles weggenommen, weil sie mir misstraut hat. Warum hat sie mir Jakob nicht gelassen? Warum hat sie mir Tango weggenommen? Immer dieser Streit, wer Schuld hat und wer nicht. Warum hat sie mein Tagebuch gelesen? Das habe ich sie gefragt. Was macht sie? Sie haut mich aus. Schickt mich ins Bett. Es ist schon zu spät, hat sie gesagt. Da habe ich sie angeschrien. Weggelaufen. Gestolpert. Dann lag da das Messer. Ich wollte nur mit dir reden. Hallo, Jakob. Nett, dass du gekommen bist. Was willst du? Alles geklärt? Bitte setz dich. Bitte. Ich will nur mit dir sprechen. Du hast meine Frau als Letzter gesehen. Ich habe der Polizei alles erzählt. Das meine ich nicht. Es ist... Das ist persönlich. Bitte. Willst du was trinken?
Ich habe deine Frau nicht umgebracht. Ich weiß. Aber du bist an allem schuld. Wärst du nicht gewesen, wärst mit meiner Tochter nie so weit gekommen. Wir haben alles genommen. Fährst du jetzt nach Hause? Nein, ich muss zuerst deine Bank überfallen. Ich brauche das Geld. Du bist gute Polizistin. Aber eine sehr schlechte Spargelschicht. Komm, Arzi! Hilfe! Es brennt! Komm, Arzi! Martin! Wir müssen hier raus! Martin, bitte! Wir bleiben. Komm, Arzi! Das sind die letzten Laborergebnisse der KTU. Die haben ein Vermögen gekostet. Also machen Sie was draus. Börne, Julia Pütz hat zwar ihre Mutter umgebracht, ja. Aber der Verursacher, der an allem schuld ist, ihr Vergewaltiger, läuft immer noch frei rum. Entschuldigung. Ja, na, Töchter? Warum hatte sie denn Kaliumsulfid an der Kleidung? Was? Was? Herr Czarczyk hat leichte Verbrennungen und wird noch behandelt. Und Herr Pütz sitzt da im Auto. Nicht schlecht, Nadeshda. Sie haben da was. Der kann ja tolle Komplimente machen, Ihr Chef. Hm. Könnten Sie sich mal ein Beispiel nehmen? Ich verstehe nicht, warum er das gemacht hat. Er gibt Czarczyk die Schuld an dem, was seine Tochter getan hat. Auf einmal verflüchtigt sich sein ganzes Leben vor seinen Augen. Boah, gehen Sie weg mit dem Zeug, das riecht ja ekelhaft. Ja, ist ekelhaft, aber mir hat vor Jahren mal ein Besoffener in den Wagen gekotzt, deswegen hänge ich die auf. Julia Pütz hat damals bei der Vergewaltigung nicht wahnsinnig viel sehen können, weil alles so schnell ging. Aber sie hat etwas gerochen. Etwas, was sie an den Duft von Klostein erinnerte. Und auf der Kleidung ihrer Mutter fanden wir Spuren von Kaliumsulfid und Stickstoff. Das sind Rückstände, die bei der Verbrennung von Schwarzpulver entstehen. Am Tag, als Julias Mutter ermordet wurde, da hatten Sie doch Ihre monatliche Schießübung, oder? Ja, hatte ich. Und? Naja, bei so einer Schießerei, da bleiben ja genügend Rückstände haften, die man dann zum Beispiel beim Berühren einer Leiche übertragen kann, zusammen mit ein paar Hautschuppen. Ja, ich habe sie berührt, weil ich sehen wollte, ob sie noch lebt, ja. Ganz genau. Und deswegen haben wir an der Leiche von Frau Pütz die gleichen DNA-Spuren festgestellt wie bei der Vergewaltigung von Julia. Das ist doch Blödsinn. Ja, ich habe wie alle anderen eine Speichelprobe abgegeben. Also was soll das? Ach, hören Sie doch auf. Sie haben doch damals den Münsteranern selber geholfen, diese DNA-Reihenuntersuchung durchzuführen. Da war es für Sie doch ein leichtes, Ihre eigene Probe zu manipulieren. Und deswegen haben Sie bestimmt nichts dagegen, wenn wir den Test jetzt wiederholen. Machen Sie mal den Mund auf. 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 Mund auf! Sonderanfangsgeständnis. Padan? Ja, hier? Was ist denn hier los? Wo ist denn das Tafelsilber hier? Vom Professor. Ja, wir dachten, wir überraschen Sie mal. Setzen Sie sich doch. Nehmen Sie es einfach als Ausdruck meiner Wertschätzung für Ihre Arbeit. Das ist ja... Junge, da liegt da ein Vermögen. Sehr nett, vielen Dank. Das haben Sie diesmal nicht mir zu verdanken, sondern Ihrem Herrn Vater. Wie, der ist aber nicht... Ja, auf dem Hof vom Pütz verrottet er doch nur, ja? Jetzt, wo alle im Knast sind. Könnte er alleine essen. Wie Sie meinen. In diesem Fall hätte ich noch eine moralisch gänzlich unbedenkliche Variante für Sie. Schwarzwurzel, der Spargel des kleinen Mannes. Passt sowieso besser zu Ihnen. Oh. So. Hm.
Da sieht man richtig, dass er noch Biss hat. Ne? Ja. Das ist ja wichtig beim Spargel.